Normalerweise kriegen unbekannte Opfer keine Antwort. Aber du, du kommst mir doch bekannt vor. Lass mich kurz mal überlegen, ich weiß, du bist der eine davon, RTL 2. War das bei Schau dich schlau? Oder bei Frauentausch? Egal, guter Start ins Game. Nicht die beste Promo, aber zum Glück magst du Fame. Gedreht wurde alles bei der VBT Jam in Aurich. Dort sollte der gewinnen, der am meisten Applaus kriegt. Doch während alle spielten live on stage, war schon der Dezibelmesser auf Weekend eingestellt. RTL kam mit Fragen über deinen Erfolgsrap. Auch die Antworten hatten sie vorgeschrieben, voll nett. Ob es auch in der Bravo-Welt zum Hype reicht? Falls ja, High Five. Es wurde ein Skript verfasst, du hast brav mitgemacht und nicht nur wegen Schmächtigkeit sehr gut ins Bild gepasst. Los Weekend, schreib einen Text im Bus und dann bekotzt vom Gig die Backstage Klos. Cool, dass dich als vier Leute endlich kennen. Bei denen stehst du auf dem Papier als deutscher Eminem. Verkauf dich Weekend und halt an deinem Ziel fest. Aber mal ehrlich, was ist denn mit der Realness? Alleine siehst du dich ganz gut, warum soll ich das dann tun? Darum beide ich dich schlecht, dafür kannst du sagen, die ersten vier Zeilen sind fresh. Alleine siehst du dich ganz gut, warum soll ich das dann tun? Doch ich war so frei und jetzt bist du endlich draußen wie Diablo 3. Basti, sag mal, wie battelt man diesen Weekend so heftig weg, dass er dir den Sieg schenkt? Mit seinen eigenen Waffen, dann pisst er sich ins Hemd. Als erstes stellst du dich vor, weil er dich sicherlich nicht kennt. Er rappt lässig, aber wahrlich, Rap-Skills hat er gar nicht. Bedeutet, er benutzt weniger Technik als die Amish. Ist der Sieg mit einem dünnen Witz schon leicht verdient? Ja, aber nur, wenn du sagst, er hat die Silhouette eines Mike-Stativs. Frag ihn, ob er seine Brille von Gaddafi hat. Toll, woher ist deine? Von Armani, Spaß. Was ist mit Mutterdissen? Soll ich sie Opfer nennen? Nein, im Ruhrgebiet müsste man sie als Potball kennen. Dann mach aus Weekend End Week so als fiesen Spaß. Der ist doch ausgelutscht. Aber noch nicht in diesem Jahr. Ja. Meinst du, er schafft es, mich niederzubatteln? Mit was denn außer seinem Schwiegersohn-Lächeln? Coole Hooks ohne Gast, ey, das packt er doch nicht. Und im Rest sind mehr Cuts als im Achtel von Spliff. Bei mir ist alles gut geglückt, jeder Move ist dick. Deswegen hol ich wieder den Tune zurück. Okay. Es ist Tune, ja. Ich bin der beste Magier am Land, denn ich zerrege Weekends Frauen, setz sie danach nicht zusammen, ab und zu. Ja. Tut mir eine Hass-Tirade gut, alle wundern sich, verzaubert mich der Basti aus dem Hut. Es ist Tune, ja. Ich bin ziemlich gut im Tricks erfinden, ey, wie wäre es mit dem? Ich fick dich und du verschwindest. Lass ich dich wie Tyson boxen, auch sicherlich verstehen. Nach nem Biss hab ich hoffentlich kein Lauch zwischen den Zehen. Jetzt habt ihr das Wunschfinale vom letzten Jahr. Nur, dass es damals noch ein bisschen mehr Interesse gab. Woran liegt's denn an Weekend, dem Kackspassen? Der ist zwar kein Liftboy, aber macht auf herablassen. Bei deiner letzten Hinrunde bin ich fast eingepennt. Ironie passt besser zu Lance Butters, dem Iron Man. Jetzt bist du bald im Fernsehen, bin beeindruckt. War ich auch schon hier Runde 1. Guck, los, lass mich das VBT Splash gewinnen. Als Battle King von Rappers Inn. Hier bin ich Chef im Ring und zeig dir den Weg. Zu Gott ist nicht weit, ich muss dich nur kurz um die Ecke bringen. Alleine siehst du dich ganz gut, warum soll ich das dann tun? Darum halte ich dich schlecht, dafür kannst du sagen, die ersten vier Zeilen sind fresh. Alleine siehst du dich ganz gut, warum soll ich das dann tun? Doch ich war so frei und jetzt bist du endlich draußen wie Diablo 3. Alleine siehst du dich ganz gut. Alleine disst 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 du dich ganz gut. Warum soll ich das dann tun? Darum beit ich dich schlecht. Dafür kannst du sagen, die ersten vier Zeilen sind fresh. Alleine disst du dich ganz gut. Warum soll ich das dann tun? Doch ich war so frei und jetzt bist du endlich draußen wie Diablo 3. Hey, machst du eine gute Rückrunde? Interessiert mich nicht, Kreuz. Hi, Kiko. We'll be right back.